Hallo meine Lieben, na? Ihr seid wieder dabei, ich bin wieder dabei, das kann nur eins heißen, es ist wieder Livebooks-Zeit und wir haben eine neue Buchvorstellung für euch. In dieser Woche machen wir das alles ein bisschen anders, wie immer, wir machen natürlich immer alles irgendwie ein bisschen anders, aber dieses Mal wirklich kommen wir direkt zur Buchvorstellung, denn wir haben natürlich auch eventuell noch unser Gewinnspiel. Natürlich haben wir das, was erzähle ich euch da, ihr wisst es natürlich alle. Ja, wir sind natürlich wieder in der Natur, haben uns ein bisschen in den Wald geschlagen. Direkt neben einem Wanderweg, mal gucken, ob das so alles hinhaut oder ob wir ständig unterbrochen werden. Ihr seht es dann anhand des Schnittes. Und wir haben in dieser Woche ein Buch aus dem Jahr 2018, aus dem September, genau gesagt. Es wurde im Knauer Verlag veröffentlicht. Jetzt kommen die aber hier alle an, verdammte Axt. Eine Wolke von Insekten. Es handelt sich um dieses schöne Buch hier. Habt ihr es gesehen? Gut, alles klar. Wie ihr seht, ist, wie gesagt, von Monika Bittel geschrieben, im Knauer Verlag erschienen, 2018. Und heißt, man muss auch mal loslassen können. Worum geht es? Es geht um drei Frauen. Und zwar die Wilma, die Charlotte und die Jessie. Die haben Probleme, jeder für sich. Wilma zum Beispiel betreibt eine Kneipe in Bayern, hat dort das Problem, dass eben dort das Rauchverbot sie ein bisschen an den Rand ihrer Existenz bringt. Denn sie lässt die Leute da noch rauchen, weil die extra deswegen auch zu ihr kommen in die Kneipe. Und eine aus dem Dorf oder der kleinen Stadt, in der sie wohnt, die hat das leider dem Ordnungsamt gemeldet. Und da kamen jetzt schon so ein paar Bescheide und da hat sie eben jetzt das Problem, dass sie kein Geld mehr hat und ihre Kneipe eigentlich zumachen muss. So, Charlotte hat das Problem, sie hat Krebs. Deswegen möchte sie nicht mehr wirklich weiterleben. Sie möchte aber auch nicht eben ihren Geschwistern und ihren Angehörigen eben die ganzen Kosten hinterlassen. Deshalb überlegt sie sich, okay, wie mache ich das am besten, dass die möglichst noch da rauskommen, dass sie sich nicht um meine Beerdigung, meinen Tod kümmern müssen und so weiter und so fort. Hat auch ein Buch geschrieben, ist damit aber bisher nicht erfolgreich gewesen, wurde von sämtlichen Verlagen und Agenten abgelehnt. Und dann haben wir noch die Jessie. Jessie ist erst 20, gut, also Wilma ist 60, ich glaube 60. Charlotte war Ende 40 oder Anfang 40 und die Jessie war 20, genau. So, und die Jessie hat folgendes Problem, hat eben ihren Freund kennengelernt und den findet sie ganz toll und ist auch schon länger mit ihm zusammen, aber erwischt ihn dann, wie er sie betrügt. Und das ist natürlich auch ein Problem und jede für sich beschließt dann eben fast den Entschluss, sich umzubringen. Ob das jetzt die optimale Lösung ist, fraglich, es ist auf jeden Fall eine endgültige Lösung. Jeder hat natürlich dann ihr eigenes Motiv. Wilma, die mit der Kneipe zum Beispiel, möchte damit eben aufzeigen, wie, oder allen zu denken geben, eben wie eben dieses System einen kaputt macht und die Selbstständigen daran hindert, irgendwie was zu werden. Die Charlotte, wie angesprochen, ist eben so, möchte eben damit ihrer Familie das alles erleichtern. Und die Jessie möchte es einfach nur ihrem Ex damit heimzahlen. So, wie gesagt, gerade kam leider eine größere Wandergruppe und den mussten wir dann auch noch ein bisschen assistieren mit Fotos. Deswegen jetzt der kurze Schnitt, aber auch ganz cool. So. Wir haben natürlich gerade besprochen, warum die sich alle umbringen wollen, diese drei Frauen. Und um das alles zu dokumentieren, wollen sie erstmal zu einer Beratung gehen, jede für sich, und eben dort nochmal darüber sprechen. Weil das eben dann dokumentiert wird und sie dann denken, okay, so bekommen die anderen das auch mit, warum ich das gemacht habe und so weiter und so fort. Ja, dort treffen sie sich dann alle, sind sich erstmal nicht ganz so sympathisch. Also die ersten 5 Minuten, das geht alles sehr schnell in diesem Buch. Dann ist es so, dass sie gar nicht diese Beratung in Anspruch nehmen, denn sie warten eine sehr lange Zeit, bis sie dann schließlich in diesen Beratungsraum hineingehen und dort diese Therapeutin mit ihrem Chef auf dem Schreibtisch vorfinden, flüchten dann und beschließen dann irgendwo gemeinsam diesen Suizid zu begehen. Das probieren sie auf die verschiedensten Arten und Weisen, zum Beispiel erstmal mit einem Cocktail aus verschiedenen Medikamenten, ne? So das Übliche, also jetzt auch nicht sonderlich kreativ bei der Durchführung, aber gut,
Man greift natürlich erstmal zum Altbewährten, wenn man sowas machen will. Also wahrscheinlich, ich hatte bisher noch nicht wirklich diese Gedanken. Ich hoffe auch nicht, dass die kommen, brauche ich auch nicht. Bin ich ganz optimistisch, ehrlich gesagt. Ja, dann ist es eben so, dass sie eben Verschiedenes probieren, aber das misslingt alles. Es klappt halt alles nicht so wirklich. Das sind, glaube ich, drei Sachen, die sie probieren. Ich kann mich jetzt gerade nur noch an das Cocktail erinnern und dass sie dann eben von der Brücke springen möchten. Was sie sich aber nicht trauen, weil diese Brücke ja so verdammt hoch ist. Ergo muss man sich erstmal Mut antrinken. Das machen sie dann, indem sie zur Tankstelle gehen und dort Alkohol eben kaufen wollen. Ja, dann kommen wir zu unseren zwei weiteren Protagonisten, den Ralle und den Moritz. Ralle ist ein alter Elektriker, der so ein bisschen die Modernisierung seines Betriebs verpasst hat und eben dadurch aufs Abstellgleis etwas geraten ist. Und Moritz ist ein jüngerer, linker Aktivist, könnte man sagen, der eben gern die sogenannten Trolle im Internet etwas verschreckt und Freunde sucht. Er stottert leider auch ein bisschen, deswegen ist das problematisch und dementsprechend, ja, will er halt mit diesem Ralle, weil er sich mit dem so gut versteht, einfach aus Protest diese Tankstelle ausrauben. Irgendwie sind hier viele kleine Mücken, die irgendwie alle was von mir wollen. Ja, wie ihr sicherlich rausgehört habt, geht es bei beiden Sachen um eine Tankstelle und natürlich kommt es, wie es kommen muss, sie treffen sich dort. Die Frauen wollen natürlich diese Chance sehr gern nutzen, denn sie sehen, aha, die Männer haben Knarren, das sind zwei Kriminelle, vielleicht können die uns ja umbringen und setzen sich einfach mal in deren Auto. Ja. Das geht dann eben hin und her und die Frauen wollen nicht aussteigen, die Männer wollen das aber sehr gerne und dann flüchten sie eben zusammen, fahren dann in eine abgelegene Hütte. Und es kommt dann auch, wie es kommen muss, sie kommen sich dort eben alle näher und im Endeffekt ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, wie ihr jetzt rausgehört habt schon, ist nicht ganz mein Fall gewesen, das Buch. Liegt nicht nur an der Story, dass die eben sehr gewöhnlich ist, sondern auch an die Autorin, die gute Frau Bittel, die hat eben probiert, auch sehr umgangssprachlich oder in deren Slang eben zu schreiben. Jessie zum Beispiel, diese Jüngere, die spricht ein sehr, sehr krasses Denglisch, also Deutsch-Englisch. Jedes Mal, wenn sie an ihren Ex denkt, kommt dann der Zusatz am Ende des Absatzes, Son of a, ne, wisst ihr vielleicht, was ich meine, dieses böse Wort mit B und I. Die Wilma hat einen sehr, also natürlich bayerisch, aber sie hat auch einen sehr, sehr, dieses Wie, dieses ständige, als Beispiel jetzt genannt, kommt auch darin vor, dieses ständige Wie benutzen, als Wie. Doch, das regt mich total auf, dieses gut bäuerlich, könnte man sagen. Früher hat man gesagt, wie auf dem Dorfe. Das ist einfach, ja, vollkommen übertrieben. Deswegen hat mich das auch einfach nicht so wirklich umgehauen, dieses Buch, leider Gottes. Man hätte auf jeden Fall mehr draus machen können. Ist etwas schade. Von mir kriegt das Ganze leider auch nur 4 von 10 Kaffeetassen. Ja, das Cover ist ganz nett, ist wahrscheinlich auch das Beste am ganzen Buch. Deswegen könnt ihr euch gern auch nochmal über das Buch andersweitig informieren. Würde ich euch vielleicht sogar empfehlen. Den Link zu Amazon packe ich natürlich wieder unten in die Videobeschreibung. Aber ich selber bin eigentlich froh, dass ich es durch habe und muss es auch nicht nochmal lesen, ganz ehrlich. Ja, aber wir kommen jetzt direkt auch zu etwas Erfreulichem. Denn wir haben wieder ein Gewinnspiel in diesem Monat für euch. Und es geht um diese wunderschönen In-Ear-Buds. Buds heißt es ja. Die ihr hier jetzt seht. Und bei dem Ganzen gibt es natürlich wieder ein kleines Rätsel, einen kleinen Reim zu lösen, den ich euch natürlich wie immer vorlesen werde, denn ich möchte das natürlich alles ganz genau eben auch rüberbringen. Und zwar, wen oder was suchen wir? Es geht, um einen kleinen Tipp euch zu geben, diesmal eher um ein Sprichwort, könnte man sagen. Und zwar, das erste ist des Schiffes Feind. Beim zweiten bin ich selbst gemeint. Das dritte ist Präposition. Das vierte sitzt auf Königsthron.
Das Ganze wird zwar oft begehrt, doch selten jemandem gewährt. Ja, ich finde, das ist ein klasse Reim, der könnte ja glatt von Goethe sein, könnte man so sagen. Ich finde das sehr schön. Ja, erzählt uns doch mal, was wir vielleicht suchen, welchen Ausspruch, welches Sprichwort. Ist nicht ganz leicht. Ich habe mich diesmal wirklich sehr bemüht, etwas Schwierigeres zu finden. Das Ganze gilt jetzt bis zum 30. Juli und auflösen werden wir, also Teilnahmeschluss ist dann inklusive der 30. Juli und auflösen werden wir das Ganze am 2. August. Das ist dann wieder der Sonntag. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Grübeln und beim Rätseln und wir sehen uns ja dann schon in der nächsten Woche wieder. Darauf freue ich mich auch sehr. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Bleibt mir gesund. Ade.